Amerika? Hä? Was ist mit dem kaputt? Und wieso kommt er von da und fährt darüber? Hä? Ich check's nicht. Seltsam, 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 sehr, sehr seltsam. Und hier quillt wieder alles über natürlich. Das ist echt, also wenn wir hier noch anbauen, dann müssen wir wirklich da ein drittes Schiff bemühen. Das müssen wir glaube eh machen, weil wir haben gar keine andere Chance. So, du bist jetzt ein kleiner Nahrungslieferant. Und zwar gehst du hierher. Nee, warte mal. Das ist ein Schmarrn. Okay, erste Station. Da, wo noch kein Konter ist. Toll. Okay, lass mal frei. Dann nehmen wir dich. Und dich. Und laden hier Nahrung ein. Und laden hier Nahrung wieder aus. Und los. Haben wir hier schon wieder so viel Nahrung produziert? 59 Tonnen Nahrung. Ja, das geht gut ab. Das geht wirklich gut ab. Und da die Insel fertig ist, brauchen wir hier auch keine Rohstoffe mehr. Das heißt, wir nehmen die alle mit. Und gehen dann zur nächsten Insel weiter. Zack, zack, zack. Schade. Ach doch, fast sogar. Fast. Oh, 6 Tonnen Holz haben wir ihm gelassen. Hübsch. So, und dann pflastern wir hier auch mal zu wieder. So. Die Schauen Ressourcen wir dieser mal. Insel sind erkundet. Wo wäre das Konto am geschicktesten? Hey, ein Schiff ist fertiggestellt und ich habe wieder einen schwarzen Pfeil. Das ist doch alles wunderbar und sehr hübsch. Nee. Ich mach den hier irgendwo her, den Konto. Nee, auch doof. Da, mach ihn her. Genau da. So, kommst du mal her hier. Zack, 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 zack. Und baust gleich mal den großen. Und warte mal, bevor wir hier jetzt weitermachen, erstmal langsamer, langsamer. Und, so. Wo ist denn das Schiffchen? Wer ist eigentlich der hier? Ach so, der holt Tabak. Cool. So, nab hier. Du wirst dann auch mal hier Nahrung holen in Herlam und in Pfarzheim deine Nahrung ausladen. So, wir haben anscheinend wieder genug Nahrung. Ist okay, von mir aus. Wenn du das sagst. Wer liefert noch Nahrung? Du, oder? Nee, das ist das andere. Du. Nein. Die Baltik. Du. Nein. Kakaoschiff. Du. Nein, du bist die Baltik. Du? Nein. Du? Ah, Belle Adventure. So. Das heißt, du bist jetzt gerade hier unterwegs. Das heißt, du fängst jetzt an und du machst auch wieder weiter. So, und dann sollte das eigentlich einen relativ guten Dreierrhythmus jetzt haben. Also, Nahrungsproblem gelöst. Sehr gut. Dann bauen wir jetzt hier mal noch gar nichts an, sondern dann kümmern wir uns um die nächsten Probleme, und zwar um... Oh, Gewürze könnten ein Problem werden. So, Kleidung steigt wieder stetig an, genauso wie der Schmuck. Das heißt, das können wir so belassen erstmal.
Jetzt ist halt nur die Frage, Moment. Wobei das mit den Gewürzen eigentlich hinhauen müsste. Gewürzchef? Du. Und zwar, jetzt kommen Sie mal hierher. Ich will mal wissen, was du hier so treibst. Na gut, da müsste aber eigentlich reichen mit Gewürzen. Aber wir sind zu langsam dafür. Shit. Also wir produzieren genug Gewürze, aber wir sind zu langsam. Das heißt, wir brauchen ein neues Schiff. Und das wird jetzt dann relativ eng langsam, weil wir sind natürlich beschränkt bei Schiffen. Das ist halt scheiße. Ich glaube, wir haben eine Beschränkung von 20 Schiffen. Wenn wir jetzt aber natürlich immer mehrere Schiffe pro Insel brauchen, dann reichen uns die 20 Schiffe nicht. So. Schauen wir mal die Schiffsliste an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, wir können noch 7 bauen. Das ist nicht schlecht. Jetzt nur noch 6, aber das ist eigentlich gar nicht so wild. Dann nehmen wir dich mal, Rastenau, und dich hier. Und dann kümmerst du dich halt mal um die Gewürze. So, und dann mal los. Ach so, natürlich solltest du auch ein bisschen. Nicht komplett gleich mit dem fahren. Oh. So, beobachten wir den Punkt. Punkt, 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 Punkt ist da jetzt und los. Gut, dann sind die jetzt auch unterwegs. Jetzt kriegen sie es eigentlich ganz gut hin da dort. Aber wenn sie mal wieder feststecken, das ist natürlich nichts. Es geht eigentlich relativ gut. Ja, und das sieht eigentlich auch alles ganz gut in Ordnung aus. Das heißt, gut, du hast gar keinen Weg, oder? Ist das richtig? Doch, aber du hast von niemandem abgeholt, gell? Weil der einzige Marktplatz, der dich erreichen kann, ist er. Und da führt kein Weg hin. Das ist schade. Kann ich vor die Werft, kann ich da so Ding hinbauen? Nee, die Werft steht ja schon am Rand. Ach, verdammt. So war das natürlich nicht geplant. So, die Feuerwehr kann man eigentlich mal durch ein Wohnhaus ersetzen. Das jetzt wahrscheinlich gleich wieder anfängt zu brennen. Nein, nein, tut's nicht. Ja, der Marktplatz kommt natürlich nicht hin. Aber er würde hinkommen, wenn wir die einfach um eins versetzen, und zwar hierher. Moment. Und zwar hierher. Dann sollte das eigentlich auf die Reihe kriegen. Ist hier zwei Platz? Ist hier noch Platz für ein Wohnhaus? Nein. So, jetzt schauen wir mal. Du produzierst hier, okay, Fischerhütte, eine tolle Nahrung, und er holt's ab, sehr schön. Gut, soweit, so gut.
Unsere Vorräte sehen gut aus. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, ja, sagen wir, spannenden Teil. Keine Ahnung, was das ist. Wir müssen planen. Es wird viel geplant werden wieder. Und zwar müssen wir planen, was zu tun ist. Ein neues Stadtviertel muss entstehen, wie ihr sicher alle schon euch gedacht habt. So, soweit, so gut. Moment, den Weg schenken wir euch mal wieder, sonst funktioniert da nichts. So, und zwar könnten wir hier rein theoretisch nochmal so ein Viertel reinbauen. Hoffe ich zumindest. Ich zähle mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Shit. Da wird uns schon einiges durch die Lappen gehen. Das ist jetzt die Frage. Weil wir könnten die natürliche Form der Insel ein bisschen ausnutzen mit diesem Stadtviertel. Das Problem nur ist an der Sache, dass wir das ist jetzt die Frage jetzt, wie wir das von geschicktes machen, weil da steht auch der Markus, für den mal auch was. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das heißt, wir werden gerade hier hinkommen. Was ja an sich jetzt gar nicht so schlecht wäre. Ist halt die Frage, was wir dann mit dem Teil hier machen. Die hier sind 22 auf 16, glaube ich, waren das, oder? Moment, ich suche mal wieder meinen Zettel zusammen. So, 22 auf 16. Also, ich könnte zum Beispiel hier, da ich hier 4, 24 rüber Platz habe, könnte ich auf jeden Fall mal die 22 auf 16 bewerkstelligen. Wenn ich dann natürlich das so herbaue, dann habe ich hier noch einen guten Einzugsbereich, das heißt, ich könnte hier mit Häusern zupflanzen. So, dann hätten wir hier die 22 und dann hier, sagen wir mal, hier könnten wir noch Häuser hin, dann sagen wir mal, hier ist dann finito. Ne, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, jetzt habe ich nicht gezählt. Ah, scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das heißt, hier wird der Weg gehen. Wäre soweit eigentlich Die besser. Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll euch. Ein Denkmal, mal wieder. Eins. Also mit dem Weg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das heißt, es wäre eigentlich gar nicht so wild, wenn wir da zwei so Dinger herstellen würden. Da könnten wir nämlich das hier noch ein bisschen ausnutzen, die beiden, und würden dann nochmal auf mindestens 500 Einwohner mehr kommen. Das ist also, so ein Ding bringt uns ungefähr 1600 Aristokraten. Das heißt, bei zwei, die eigentlich relativ komplett sind, sind es noch 3200. Plus die zusätzlichen Häuser oben mit einem Wirtshaus, haben wir wirklich nochmal gute 400, sind wir bei 3,6. Unser Stadtviertel bringt uns 3,5.
Aber wir müssen ja natürlich relativ viel Abstriche machen. Das heißt, würde ich sagen, 3 maximal. Wobei wir dann halt nicht so weit sind.